Ja, ich bin der Markus Reitzheimer, IT-Unternehmer aus Innsbruck in Österreich. Was hat sich denn für dich geändert seit unserer Zusammenarbeit? Was hat sich geändert? Die erste große Erkenntnis, dass ich mit meiner verrückten Idee, mehr Struktur im Unternehmen haben zu wollen, gar nicht so falsch liege. Es gibt eben auch Menschen, die glauben auch dran. und die entsprechende Überzeugung dann auch wieder bekommen habe, also das, was mir auch wichtig ist, weiter durchzusetzen oder zu verfolgen. Mhm. Dann hat es mir in vielen Prozessen sehr schnell Klarheit gebracht. Mhm. Wahnsinnig viel Zeit auch gespart im Team, Qualität erhöht. Mhm. Ich erinnere mich noch an den Akquiseprozess, haben wir monetarisiert. Diese Ist-Analyse. Ja. Das war mit eines der ersten Themen, glaube ich. Ne? Mhm. Genau. Also, dass wir unseren Wertschöpfungsprozess angepasst haben. Mhm. Und das Spannende ist, und das feiere ich immer wieder, gell? So kriege ich Gänsehaut, dass viele Themen, die so unterschwellig gedacht, das wäre doch schön, und mir immer wieder einreden habe lassen, also wirklich einfach selber zu wenig überzeugt davon war, das geht nicht. Und dann höre ich das von der Katja und ich meine, das gibt es ja nicht. Das wollte ich ja schon so lange. Und dann mit ein paar Details und mit einer entsprechenden Hartnäckigkeit und auch der Bestätigung, ja, es geht schon, in Proof of Concepts und der macht das schon so und da funktioniert das und schau da mal den Sales Funnel an etc. Mhm. Gekoppelt dann auch mit der Erkenntnis und mit den ersten Ergebnissen, auch die Qualität steigt dadurch. Mhm. Auch für den Kunden. Also es geht ja nicht nur um uns selber, sondern auch um das Ergebnis für den Kunden. Wir wollen ja alle jeden Tag ein bisschen besser werden, zumindest mir da. Und da einen Sparringspartner an der Seite zu haben, der hat auch mal gescheit eine reinhaut, aber trotzdem in dieselbe Richtung man gemeinsam geht. Mhm. Da hat sich wahnsinnig viel geändert. Mhm. Welche Hindernisse oder vielleicht sogar Zweifel hast du gehabt, als du dich entschieden hast, jetzt zu uns zu kommen oder sogar vielleicht, du hast ja die Verlängerung dann auch gemacht, zu sagen, weiß ich nicht so richtig. Ne? Ich meine, da kanntest du dann das Produkt schon, aber was für Hindernisse hast du vorher so im Kopf gehabt, bevor du mich auch mal live gesehen hast vielleicht das erste Mal? Ja, Klassiker, rentiert sich das? Mhm. Klar, die Rechenmaschine läuft ja immer mit. Ne? Ja, es rentiert sich. Also das kann ich sagen. Verlängerung, ja, jetzt quasi nachsitzen, also nochmal die Klasse durchlaufen. Bringt das, also kommt da jetzt so viel Neues raus? Und natürlich das Thema auch Zeit. Nicht? Man hat ja eh keine Zeit und ich habe überhaupt keine Zeit und eigentlich die Familie braucht auch Zeit und in der Firma auch und jeder zerrt an einen mit Zeit. Und jetzt gibt es dann eben Calls einmal die Woche, es gibt solche herrlichen Tage wie heute, es gibt Seminare, das ist ja alles Zeit natürlich. Und das ist halt wieder der Klassiker. Klar, wenn man in der Zeitengpassrolle steckt, dann sind solche Sachen mit die Säge schärfen und so. Mhm. Und denkt man, ja, eher netter Spruch, aber es ist ja wirklich so. Das fällt definitiv drunter unter die Säge schärfen. Es geht dann auch viel, viel effizienter und schneller. Und fokussierter. Und wir hatten jetzt, wenn wir das Thema von heute anschauen, ne, 80-20-Regel, was bringt eigentlich was? Wie viele Ineffizienzen stecken eigentlich dann in der ganzen Organisation drin? Mhm. Mhm. Ja, und wisst ihr, was natürlich auch das Thema ist? Nicht? 80-20, glaube ich, kennen wir inzwischen alle, Pareto etc. Und bei dir passt das auch wunderbar. Nicht? Also etwas kennen ist was anderes wie etwas können, geschweige denn etwas tun. Das sind ja Riesenschritte dazwischen. Wie oft erlebt man das auch meiner Tätigkeit, wenn ich Informationssicherheitsschulungen mache oder irgendwas mit IT-Themen erkläre oder auch mit Mitarbeitern spreche? Ja, kenne ich schon. Ja, kennen, tun wir viel. Können wir es wirklich, beherrschen wir es und tun wir es vor allem. Mhm. Und beim Tun, wenn man wirklich tut, dann stehe ich oft einmal da und denke mir, okay, jetzt habe ich das gehört, ich kenne es, können, naja, aber wie geht es jetzt wirklich? Wo fange ich jetzt an? Oder ich stecke irgendwo fest, und was ist der nächste Schritt? Mit der Katja drüber sprechen und mit anderem Blickwinkel, andere Seite, und dann schaut die Welt wieder anders aus und nachher, ja logisch, so geht's weiter. Mhm. Sehr schön. Was war denn für dich in der Zeit, die wir zusammen verbringen immer noch, wo du sagst, das ist Leistung, von der ich überrascht war, positiv überrascht war oder wo eine Erwartungshaltung übertroffen wurde? Mhm. Ich weiß nicht, ob das unter Leistung zählt, aber eins, was mir spontan eingefallen ist, ist deine Offenheit. Mhm. Du erzählst sehr, sehr viel von dir selbst auch und bekommst da viel mit, was entwickelt sich bei dir in der Firma. Du probierst auch,
manche Dinge, viele Dinge gelingen. Manchmal wird es schwieriger. Ja, das zu beobachten und offen Antwort zu kriegen und sagen, du, wir haben das und das beobachtet, wie ist es dir dabei gegangen oder wie ist es dazu gekommen? Und man kriegt eine Reflexion von dir, von unserer Meisterin quasi. Mhm. Das ist wahnsinnig wertvoll, wertvolles Praxiswissen. Mhm. Dann die, nennen wir es mal diese Community, also diese Gruppen, die du hast. Du hast da ein sehr gutes Gespür dafür, wen du auswählst als Kunden. Mhm. Und das ist eine Gruppe, die echt sehr gut zusammenpasst. Wie in jeder Gruppe gibt es welche, wo halt ein bisschen besser geht, ein bisschen schlechter, aber es ist jetzt keiner drin, wo ich sage, um Gottes Willen, wenn der in das Seminar geht, dann gehe ich nicht hin, weil dann sage ich nichts und so weiter. Nein, das gibt es nicht, sondern es ist wirklich eine Gruppe, die sich auch zusammenrauft, wo es ganz spannende Gruppendynamiken gibt. Also ein Raum voller Alphas da ist und die alle Gas geben und wie das Verhalten ist. Und auch durch die Übungen, die du immer wieder mal hast, wir haben mal Übungen gemacht, ich erinnere mich gut, dass du gesagt hast, als Unternehmer im Raum, und jetzt argumentieren sie wie Mitarbeiter. Ja, also genau. Ja, das war ein Extra-Tag. Ja, genau. Extra-Tag, das ist auch spannend, wo kriegst du denn einen Extra-Tag? Und ich dachte, jetzt muss ich wieder wegfahren. War gar nicht geplant. Oder Katja kommt live hierher, scheut nicht den Weg über die Grenze. Ja. Ins schöne Tirol. Genau, heißt das auch. Mal gesehen, vielleicht kommst du halt doch mal wieder. Ja. Und ist da hergefallen und wirklich widmen sich den ganzen Tag. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Ja, und sonst Leistung, was natürlich auch spannend ist, das Team. Mhm. Ich sprich wahnsinnig gern mit Leuten aus deinem Team. Und auch da wieder faszinierend, welche Art von Menschen du anziehst und ansprichst. Mhm. Ja. Ich kann keine Worte finden, das muss man erlebt haben. Ja. Was wäre denn für dich aus deiner Erfahrung jetzt der wichtigste Grund zu sagen, da musst du zur Katja? Das ist der wichtigste Grund für eine Empfehlung. Der eine, ein einziger Grund. Hm? Vielleicht kriegst du es auf einen runter. Würde man behaupten. Höchstens zwei. Wenn du schon den Unterschied zwischen Unternehmer und Selbstständigen kennst und Unternehmer werden willst und feststellst, dass du eigentlich immer noch Selbstständiger bist, dann wäre es auf jeden Fall einmal gut, sich mit der Katja auseinanderzusetzen, denn ganz viel an dieser Arbeit, die wir gemeinsam machen, die Arbeit der Prozesse, der Abläufe, Recruiting, Mitarbeiterführung, wie strukturiere ich mein Unternehmen, wie baue ich die Strategie auf, welche Kunden will ich überhaupt haben, das ist Unternehmertätigkeit. Mhm. Es gibt ganz viele, die dieses Thema adressieren, also Selbstständige und Unternehmer. Das Schöne bei dir, finde ich, ist, du hast den Mix aus den trockenen Prozessen, die gar nicht so trocken sind in Wahrheit, und gleichzeitig aber diesen Soft Skills, diesen Weg auch zu gehen, weil das ist auch eine persönliche Transformation, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Also viele haben Persönlichkeitsentwicklung, viele haben Theorie. Mhm. Das aber zusammenzubringen, das ist eine hohe Kunst, an dem ja viele scheitern in der Praxis, oder? Mhm. Du kannst 8.000 Bücher über Prozesse lesen, gibt es ja ohne Ende. Ja. Und ganz viel über Persönlichkeitsentwicklung, wie passt das zusammen? Mhm. Und bei dir gibt es diesen Match. Das ist aber schön zu hören. Ich habe Kunden, die sagen dann immer, ich bin überrascht, weil es immer mehr gibt. Man kommt eigentlich wegen Prozessen, aber man kriegt so viel mehr. Ja? Und deswegen ja auch dieses Thema Unternehmerfreiheit, das ist ja das, was wir wollen. Ja? Und was ja auch mein Antrieb ist, den Unternehmern diese Freiheitsgrade wieder zurückzugeben. Und es bedeutet halt ein Change-Prozess. Und auch das ist wieder ein Prozess. Ja? Es sind so viele Prozesse. Und das halt wirklich praktisch an konkreten Erfahrungen herzuleiten und umzusetzen für sich, so wie du es gerade gesagt hast, das Tun und was das bedeutet auf der persönlichen Ebene, das, was wir heute auch besprochen haben, ne? Dinge loszulassen, Produkte loszulassen, Traumkunden zu definieren, zu sagen, ich nehme nur noch das und nicht mehr das, ja? Also wirklich umzustrukturieren, das macht ja was mit dir, mit deiner Persönlichkeit, ne? Und da die Menschen zu begleiten, das ist genauso, wie du es gerade beschrieben hast, mein Antrieb. Vielen Dank, Markus. Ich freue mich, dass du bei uns bist. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich freue mich auf die Erfolge, die wir noch zusammen feiern. Ja. Und jetzt noch einen schönen Abend hier im schönen Innsbruck. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich in deiner Zielgruppe bin. Ja. Hast ja gerade so schön gesagt, ne? Ich selektiere die Kunden aus, aber so ist es tatsächlich. Ja. Und du kennst ja auch andere
Communities, ne? Und das merke ich schon auch, dass das ein wesentlicher Unterschied ist und dass das vor allem unbewusst auch Mehrwert für die Leute untereinander ist, ne? Dass sich da so extrem gute Kontakte, Freundschaften auch bilden und langfristige Beziehungen, das freut mich natürlich wahnsinnig. Dankeschön. Danke dir.